ein Wort von dir und ich bin da. Flieg mit dir zu den Sternen frei, yeah. Hallo liebe Leute, ich melde mich heute bei euch aus Düsseldorf. Ich bin jetzt gerade vom Flughafen hier direkt ins Hotel gefahren und in circa einer Stunde gestern weiter zum großen Branchentreff der DJ-Hitparade, wo einige Künstler mit dabei sind, die ich schon oft getroffen habe und gut kenne. Und ich hoffe aber natürlich auch viele neue Gesichter kennenzulernen und für euch so viele wie möglich davon vor meine Kamera zu kriegen. Wir sind jetzt hier schon mitten im Geschehen. Ich habe meine liebe Kollegin Michelle Böhnisch getroffen, die auch zum ersten Mal hier ist. Bist du schon gespannt, was hier gleich so abgeht, wie es wird? Also auf jeden Fall sind schon sehr viele Leute hier. Genau, es geht schon richtig zur Sache. Hier wird schon fleißig fotografiert. Wir waren auch schon vor der Fotowand. Ergebnisse gibt es dann natürlich zu sehen und ich würde sagen, wir schmeißen uns einfach mal ins Getümmel, oder? Genau, ich glaube, es wird auch ein schöner Abend werden. Ich wollte zu euch ein herzliches Willkommen sagen. Dankeschön, dass ihr zur großen DJ-Hitparaden-Familie gehört. Wir sind sehr viele jetzt inzwischen, aber es ist ein gutes Gefühl. Nach dem großen Jubiläum vom letzten Jahr, 10-jähriges, hatten wir ja so ein kleines bisschen das Problem, dass einige meinten, das könnt ihr nicht mehr toppen. Das war so ein geiles Fest, das Fanfest und das Branchenfest zum 10-Jährigen, dass wir ja doch ein bisschen gesagt haben, wow, wir werden uns verkleinern, ganz bewusst. Aber dann kam so viel Zuspruch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen es nicht toppen, wir wollen einfach versuchen, ein weiteres schönes Fest fortzuführen. Nur bei dir kann ich mich ergeben. Es ist unser Moment, es ist wahr, mit dir da kann ich teilen und Wunden werden heilen. Es ist unser Moment. Oder? Ich nenn dich heute Nacht, vielleicht bleibst du für jeden Mal. Wir kennen uns, meine Güte, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ja. Und zwar waren wir zusammen in Dresden. Genau, bei Musical. Genau, da sind wir aufgetreten im Fernsehen und das hat richtig Spaß gemacht. Genau, ich bin am 15.11. auch wieder mit dabei. Oh. Aber sprich mal, du hast ja hier gestern schon moderiert, wie war denn der Abend? Das war super. Mal. Wir hatten gestern 1000 Leute circa hier und das war super voll. Ich habe eine Stunde moderiert für Fiesta Records, für mein Label und gleichzeitig. Da habe ich auch noch gesungen, einen aktuellen Song in mir, der kommt nächste Woche raus. Und waren viele Fans da, war gestern auch ein Schlagertreffen der Fans. Und das war super. Ich bin nicht der beste Tänzer, doch das ist mir echt egal. Denn mit dir an meiner Seite tanze ich noch tausendmal. Ich bin nicht der beste Tänzer, doch das ist mir echt egal. Denn mit dir an meiner Seite tanze ich noch tausendmal. So, liebe Leute, Alex Engel hier bei mir jetzt, den wir gerade schon auf der Bühne gesehen haben. Geht's dir gut? Mir geht's war wahnsinnig gut. Es war heute mein erster Auftritt beim Branchenfest. Das erste Mal, dass ich überhaupt hier bin. Und ich hatte echt ein bisschen Angst. Aber die Leute waren viel netter, als ich dachte. Auch zu dir kann man doch nur nett sein bei so toller Musik, oder? Und wenn du schon zugibst, dass du nicht der beste Tänzer bist, ist auch wirklich gar nichts. Tatsächlich? Ja. Du, kannst du gut tanzen? Ja, doch, ich tanze in meinen Videos schon ab und zu, aber ich glaube dir auch nicht, dass du nicht gut tanzen kannst. Musst du mir mal was beibringen? Jetzt zeig mal einen Move. Jetzt wollen wir sehen, dass du ein schlechter Tänzer bist. Ja. Lisa, Lisa, ihre Augen, sie waren wunderschön.
Welt. Dankeschön! Unfassbar! Chris Kohler! Ich habe es endlich geschafft. Seit Stunden sehe ich immer einen weißen Burschen, wie wir bei uns sagen, von Zeitflug irgendwo herumschwirren. Jetzt sind Sie alle drei hier. Ja. Halli, hallo. Ganz einfach. Hallo. Genau. Jetzt wieder zu dritt. Vielleicht wollt ihr den neuen Mann im Bunde mal kurz vorstellen. Das ist der Ruben. Wir haben ja durch das Casting quasi entdeckt. Und wir sind jetzt schon seit Monaten zusammen auf Tour und verstehen uns super. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache gewesen mit ihm. Super. Und seid ihr das erste Mal beim Branchentreff hier mit dabei oder schon öfter? Wir waren schon letztes Jahr noch in der alten Besetzung mit Ruben zum ersten Mal. Ne? Und ihr wart gestern auch schon auf der Bühne, habe ich gehört. Richtig, wir durften gestern beim Schlagerbrunch hier singen und haben ein bisschen beim Frühstück unterhalten, die Leute. Genau. Okay, und was ist eure aktuelle Single? Sag das vielleicht auch mal kurz dazu. Wo bist du? Das ist die aktuelle Single. Wir sind unglaublich überrascht, wie sie eingestiegen ist bei iTunes und bei allen möglichen Schlagercharts. Also wir haben uns richtig gefreut, oder? Ja, auf jeden Fall. Und die Story dazu ist ganz lustig. Tatsächlich liegt diese Single seit 25 Jahren bei unseren Produzenten in der Schublade. Seit 25 ja. Jahren? Das war die erste Single. Also wir haben, von den Spirit Music, wir haben zwei Labels. Eins reicht nicht. Die zwei Produzenten von den Spirit Music, Wo bist du, war der erste Song, den Thorsten, unserem Produzenten Daniel, damals gezeigt hat. Und so lange lag der jetzt in der Schublade. Das heißt, er hat euch quasi einen Schatz aufgehoben, den er genau. Jetzt für euch ausgegraben hat. Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Björn Banane hoffentlich neben mir nicht nur sehen kann, sondern auch hören. Hallo liebe Leute, ich stehe hier mit der bezauberndsten Frau, die es gibt im Schlagerbusiness. Und schön, dass wir uns nach langer Zeit mal wieder treffen, liebe Julia. Björn, erzähl mal, es ist dein erstes Mal hier beim Branchentreff, oder? Es ist insgesamt mein erstes Mal. Im Kabuff. Beim Interview mit mir aber nicht, weil das haben wir schon hinter uns. Das stimmt. Nein, es ist tatsächlich mein erstes Branchentreffen von Uwe Hübner. Und ja, das ist interessant. Es sind viele interessante DJs, Leute, Produzenten. Man kann sich hier gut austauschen. Anspruchsvolle Musik. Und nächstes Jahr hoffe ich, dass ich dich mal mit hier erlebe auf der Bühne. Ja, schauen wir mal. Ja? Ich sage niemals nie. Wir sind immer dran. Genau. Apropos dran sein, was sind denn deine aktuellen Projekte im Moment? Was treibst du so? Erzähl uns. Ich arbeite gerade an einer neuen Single, die im Frühjahr hoffentlich rauskommen wird. Je nachdem, wie schnell wir jetzt sind in der Hintergrundproduktion. Ich bin nach wie vor bei Extreme Sounds, bei den Mike Röttgens unter Vertrag. Und ja, ich bin die Banane vom Ballermann. Hab diesen Sommer im Bierkönig und bei Krümels Stadel performt. Und freue mich hoffentlich, euch alle da draußen bald begeistern zu können. Wir sind Könige, Helden, wir regieren die Nacht. Und wir schreien es durch die Straßen, bis der Tag erwacht. Wir sind die Könige, kreisen heute Schlamm und Zeit. Und wir bleiben immer 17, 17 für die Ewigkeit. Wen man hier so aller trifft, Christian Jährig, einen Finalisten aus dem Supertalent. Genau. Schön, dich hier zu sehen. Erzähl uns doch mal von deinen aktuellen Projekten. Ja, unser aktuelles Projekt ist jetzt meine neue Single Frei sein. Und ich bin ganz stolz, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Und es sind ganz tolle neue Erfahrungen. Und ja, mal schauen, was alles heute passiert. Bist du zum ersten Mal hier dabei oder schon öfter? Ich bin das erste Mal heute dabei. Okay, ja. Und was hast du hier einen Eindruck vom Branchentreff? Also es ist unglaublich schön, ganz nette Leute und ja, ganz toll. Hast du den Auftritt von Mighty Kelly gesehen? Bist du auch Fan? Ja, ich bin ein ganz, ganz großer ich Fan. Auch. Von Mighty Kelly. Haben sich zwei Fans gefunden. Ja.